Hallo? Sektor BC. Markieren. Captain, Zielobjekt im Visier. Oh nein, die Polizei. Du bist so schlau! Alte Hexe! Bitte, seht her! Eine Anführerin der Kirche des allmächtigen Gottes. Gott, schütze mein Herz. Gib mir Glaube und Kraft. Ich werde standhaft bleiben und Zeugnis für dich ablegen. Ich werde dich niemals verraten wie Judas. Raus damit! Welche Position hast du in der Kirche des allmächtigen Gottes? Eine Führende? Wer sind deine Anführer? Sag es! Wir finden es sowieso heraus, ob du es verrätst oder nicht. Ich will offen mit dir sein. Seit 3 Monaten beschatten wir dich. Wir wissen alles über dich. Du warst Reporterin und jetzt bist du die Anführerin der Kirche des allmächtigen Gottes. Was auch immer ich vorher war und was ich jetzt bin in der Kirche, bricht das irgendein Gesetz? Ist die Religionsfreiheit nicht ganz klar Teil unserer Verfassung? Mein Glaube ist legal. Mit welchem Recht beschattet ihr mich? Nehmt Gottesgläubige fest. Mit welchem Recht? Hör mir gut zu. In China ist schon der Glaube an Gott kriminell. Sei dir darüber im Klaren. In China repräsentiert die öffentliche Verfassung nicht die Politik der KPCH. Dein Glaube an Gott mag mit der Verfassung übereinstimmen. Aber er verstößt gegen unsere Politik. Also ist er eine Straftat. Das wahre Gesetz ist die KPCH. Willst du mir wirklich weismachen, du wüsstest das nicht? Unsere Partei ist atheistisch. Theismus und Atheismus, das geht nicht zusammen. Wie kann die KPCH den Leuten erlauben zu glauben? Gott schuf den Menschen, wie alles im Universum. Gott herrscht über den Menschen und über alles. Also ist es nur richtig, an Gott zu glauben. Also was gibt der KPCH das Recht, uns die Religionsfreiheit zu nehmen? Wer ermächtigt sie, Gläubigen das Recht auf Leben zu nehmen? Warum ist Gottes Gläubigen nicht gestattet, in China zu leben? Chiang Chi, ich rate dir, das zu verstehen. Die KPCH hasst am meisten die Erscheinung Gottes, sein Werk und Gottesgläubige wie euch alle. Und besonders die Wahrheit in der Bibel und das Wort erscheint im Fleisch. Diese Bücher verabscheut die KPCH. Gäbe es diese Bücher nicht, würden Gläubige nicht mehr existieren. Und das Volk würde der KPCH folgen. Daher ist unsere Regierung mit euch Gläubigen unvereinbar. In China ist der Glaube an Gott eine Sackgasse. Besonders die Kirche des allmächtigen Gottes, die Gott überzeugender verkündet und bezeugt als die Anhänger Jesu. Und so etwas haben wir streng zu unterbinden. Wenn ihr euch heimlich zu Hause trefft, mobilisiert die KPCH-Bezirksbüros, Dorfkomitees und Nachbarn, um euch zu beobachten und zu verhaften. Die Leute unter euch, die besonders einflussreich sind, werden verschärft überwacht, rund um die Uhr, um euch zu fassen, wenn ihr bei Treffen oder Versammlungen seid. Und falls ihr ins Exil fliehen wollt, erlässt die Partei einen Haftbefehl und belohnt eure Ergreifung. Früher oder später werdet ihr gefasst. Selbst wenn ihr nach Übersee flieht, hat die Partei diplomatische Mittel, um euch ausliefern zu lassen. Und zwar um jeden Preis. Zurück zu Folter und Gefängnis. Wieso investiert die KPCH so viel Zeit, so viel Arbeitskraft, so viel Geld, um den Glauben zu bekämpfen? Weil sie die Zerstörung und das Verbot aller Religionen will. Die Vernichtung und Ausrottung aller Gottesgläubigen. Kein Rückzug der Truppen, ehe die Verbannung erfolgt ist. Die völlige Abschaffung des Werks und
Der Kirche Gottes, der Aufbau atheistischer Herrschaft, ist die Politik der kommunistischen Partei. Wagst du es jetzt immer noch, mit der KPCH über Gesetz und Recht zu streiten? Nachdem ich dir jetzt die Politik der Partei deutlich erklärt habe, wie denkst du darüber? Gibt es immer noch etwas, das du nicht verstehst? Ich habe deine Worte wohl verstanden. Ja, die KPCH will durch Unterdrückung, Festnahmen und Verfolgung allen religiösen Glauben ausrotten. Für ein atheistisches China. Denkt ihr wirklich, das ist möglich? In keinem Land der Welt gibt es sowas. Nirgendwo auf der ganzen Welt. Keine Macht der Welt kann den religiösen Glauben der Menschen abschaffen. In kommunistischen Ländern versuchten sie das wieder und wieder. Hatten sie Erfolg damit? Sie haben nicht nur versagt, es gibt auch immer mehr Gottesgläubige. Und was bedeutet das? Es beweist, dass Gott über alles herrscht. Gottes Geist ist am Werk. Kann der Mensch das verbieten? Der allmächtige Gott sagt: Von allen Dingen, die im Universum geschehen, gibt es nichts, bei dem ich nicht das letzte Wort habe. Was gibt es, das nicht in meinen Händen liegt? Alles, was ich sage, gilt. Und wer unter den Menschen kann meine Meinung ändern? Keine Macht dieser Welt kann meinen Plan behindern. Wenn die KPCH weiter gegen Gott vorgeht, greift sie nicht die natürliche Ordnung, den Himmel an? Das reicht! Du wirst hier verhört und versuchst, den Spieß umzudrehen? So wie du mit uns redest, bist du in führender Position. Eine wichtige Person. Wenn du nicht die Folter willst, erzähl uns lieber alles. Ich warne dich. Heute wirst du uns sagen, wer eure Anführer sind und wo das Kirchengeld ist. Das ist deine Chance, Fehler wieder gut zu machen. Es ist ein Privileg. Wenn du dich weiter weigerst, kommst du ja nicht lebendig heraus. Captain? Sieh dir die Fotos an. Wer ist das? Wie ist ihr Name? Ist sie deine Anführerin? Sie ist meine Freundin. Ist es verboten, wenn ich im Park eine Freundin treffe? Sag es. Ist die Frau auf dem Bild, die du am Telefon Schwester genannt hast? Hast du sie nicht um 2000 Bücher von Gottes Wort gebeten? Ihr dachtet, heimliche Kontaktaufnahme und Codeworte am Telefon, damit kommt ihr durch? Ihr habt die Polizei unterschätzt. Unsere Überwachungs- und Abhörgeräte sind aus den Vereinigten Staaten, die modernste Ausrüstung der Welt. Ganz gleich, wie ihr am Telefon sprecht, wir erkennen immer eure Stimmen. Und dass ihr Geheimcodes benutzt. Wir beherrschen eure meistgenutzten Codes. Ihr wollt uns noch immer entkommen? Unmöglich. Nutze die Chance und erkläre dich. Dann wirst du mit Nachsicht behandelt. Bleibst du weiter stur? Mach uns nicht verantwortlich. Unsere Folterinstrumente sind nichts für Schwächlinge. Wenn wir damit anfangen, werden die härtesten weich. Euer Equipment ist wirklich eindrucksvoll. Aber ihr missbraucht es, um Gottes Werk zu verbieten und uns festzunehmen. Welches Gesetz brechen Gläubige? Welche Schuld trifft die Fleischwerdung Gottes zur Rettung der Menschheit? Warum wollt ihr Gottes Werk zur Erlösung der Menschheit verbieten? In welchem Land überwacht die Polizei Gottesgläubige so wie ihr?
Ihr steckt so viel Geld in das hochwertigste Überwachungsequipment der Welt. Nur um Christen verfolgen zu können. Und das alles ist legal? Wenn die KPCH nach dem Gesetz regiert und den Menschenrechten, hätten wir dann eine Geheimsprache nötig am Telefon? Wird das nicht durch die KPCH erzwungen? Die KPCH verletzt das Menschenrecht auf religiösen Glauben, nimmt Gottesgläubigen ihr Recht auf Leben und verurteilt sie wegen Verletzung des Gesetzes und Störung der öffentlichen Ordnung. Ist das nicht so, wie wenn der Dieb ruft, haltet den Dieb? Erklär mir das, wer von den beiden verletzt das Gesetz? Ihr oder die Gläubigen? Hey. So wie du sprichst, verstehst du die Partei noch nicht. Warum die KPCH gegen Gott und sein Werk ist? Weil Christen wie ihr nur auf Gottes Wort hört und nicht auf die KPCH. In den Augen der Partei seid ihr die Feinde. Ihr verstoßt gegen die Politik der KPCH und das ist schlimmer als jedes Verbrechen. Früher hätte man sowas Konterrevolution genannt. Nur, dass dieser Begriff heute abgeschafft ist. Da ihr gegen unsere Politik verstoßt, seid ihr das Zielobjekt der kommunistischen Revolution. Die KPCH wird euch vollständig vernichten und eliminieren. War das jetzt verständlich für dich? Was du gesagt hast, erklärt sicher vieles. Und hilft mir, die KPCH zu verstehen. Die Partei sieht Gott als ihren Erzfeind an und bekämpft ihn entschieden. Ich verstehe es nur nicht. Welchen Nutzen hat die Partei davon, Gottes Feind zu sein? Kann das Land erfolgreicher machen? Oder die Menschen froher? Im Zeitalter des Gesetzes verkündete Gott: Der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Zu keiner Zeit endeten Menschen, die gegen Gott aufbegehrten, gut. Die Verfolgung, die wir für unseren Glauben ertragen, ist vorübergehend. Die Strafe für den Widerstand gegen Gott ist ewig. Gottes gerechte Disposition ist unverletzlich. Verdammt! Du willst Zeugnis für Gott ablegen und das Evangelium verbreiten? Weißt du nicht, was wir sind? Wir sind Teufel im Kampf gegen Gott! Wir akzeptieren nichts, wofür du stehst! Wir sind Jünger von Karl Marx, einem Satanisten! Wir sind Atheisten! Selbst wenn es Gott gäbe, würde ich ihn leugnen! Ich fahre lieber zur Hölle, als Gott zu akzeptieren! Und du willst weiter predigen und bezeugst Gott weiter? Du willst himmlisches Recht sprechen? Dann sprich es! Los, sprich es! Los, sprich es! Los, sprich es! Los, sprich es! In Ordnung. Heute soll dir bewusst werden, wer der wahre Herr über dein Schicksal ist. Ob das Gott ist oder wir, solltest du nach heute wissen. Hängt sie auf. Sieh mich an. Und wie gefällt dir das? Du kriegst die volle Behandlung, wenn du nicht redest. Wir können tiefgläubige Menschen wie dich schon zur Vernunft bringen. Wolltest du nicht Gott einen Treueid schwören? Nachdrücklich Zeugnis für ihn ablegen? Ich mach dich zu Judas und einer Schande für Gott. Ich werde deine Bilder online stellen. Ich zeige dich als Verräterin deiner Kirche und als Judas. Dein Name wird ruiniert. Jeder in deiner Kirche wird dich verlassen. Dann wirst du dich nicht reinwaschen können, was du auch versuchst. Wie trittst du den Kirchenleuten dann entgegen? Ich weiß sehr wohl,
wie bösartig ihr handeln könnt. Leute reinlegen, Gerüchte erfinden und Verunglimpfungen. Aber Gott ist gerecht. Er untersucht alles. Gott weiß, ob ich ein Judas bin oder nicht. Was ihr sagt, zählt nicht.